Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Hashtag Community Talk. Ich habe heute einen Gast mal wieder hier und ihr seht hier schon den ICE 1 und könnt euch vielleicht denken, worum es heute gehen wird. Ich habe den Raphael hier, der maßgeblich an der ICE 1 Enhancement Pack Mod mitgearbeitet hat. Und ich würde sagen, hallo Raphael, schön, dass du hier bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Du kannst dich ja mal ganz gut vorstellen. Wer bist du so? Wie alt? Woher? Was machst du so? Erzähl mal was über dich. Ja, ich bin der Raphael, ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Koblenz in Rheinland-Pfalz. Dürfte man kennen, wenn man Left Rhein kennt, ne? Und auf der. Ja, genau, ich bin Schüler. Mache in 2,5 Jahren mein Abi, ungefähr. Na gut, ja, jetzt sind es noch 2 Jahre. Aber ja, genau. Wahnsinn, Koblenz ist mein Geburtsort. Tolle Stadt. Ja. Echt? Ja. Ja, ist echt schön. Ja, Wahnsinn, ihr seid auch alle so jung, ne? Der Fabian ist ja auch nicht viel älter. Ja, das ist richtig. Verrückt, ne? Was, also als ich 16 war, da hatte ich nicht ansatzweise so viel drauf wie ihr, würde ich jetzt mal behaupten. Aber naja, na, was soll's. Ich würde sagen, ich steige jetzt mal hier in diesen ICE ein. Wir fahren den mehr oder weniger mal gemeinsam und du kannst hier und da mal auf einige Spezialitäten hinweisen, was so gemacht wurde beim Bau der Mod und so weiter und so fort. Ich würde sagen, soweit rüste ich den erstmal auf. Und du kannst ja mal ganz nebenbei erzählen, wie hast du zur Eisenbahn gefunden? Das klingt so ein bisschen so, als wenn ich jemanden über Religion fragen würde, wie hast du zu Jesus gefunden? Wie hast du zur Eisenbahn gefunden? Woher kommt so deine Begeisterung dafür im echten Leben? Ja, das kann ich gar nicht so richtig sagen, ehrlich gesagt. Also meine Mutter war bis 91 bis zur Bahnreform FDL, auch in Koblenz. Aber seitdem hatte ich eigentlich, seit ich geboren bin, eigentlich immer so ein bisschen das mitbekommen, dass meine Mutter sich über die DB aufgeregt hat, als ihren ehemaligen Arbeitgeber. Nee, also, ja, keine Ahnung, ich fand es halt einfach interessant. Wir sind halt früh immer an den Bahnhof aufgegangen und haben uns die Sachen so angeschaut und ich fand es halt vor allem immer interessant, wie sich die Züge anhören. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen hier in die Richtung gebracht und jetzt interessiere ich mich halt enorm für die Technik, die dahinter steckt. Antriebstechnik und sowas und ich kann mir sogar vorstellen, in die Richtung was zu studieren und später vielleicht bei Siemens anzufangen. In Richtung Antriebstechnik mal schauen. Aber ja, also es hat mich schon immer sehr fasziniert und jetzt bin ich halt auch so seit etwas über einem Jahr hier in der Modding Community mit drin, bei TSW jetzt etwas kürzer. Ja. Aber ja. Genau. Du hast auch ein großes Interesse prinzipiell an Physik, so an physikalischen Abläufen, ja. An elektrotechnischen. Gut. Genau, Elektrotechnik, Informatik, ja. Ist es eher. Ja. Das ist Physik halt, ja gut, Physik ist es natürlich auch, aber es wird oft in Richtung Physik halt geschoben, ja. Aber ich würde es mal nicht als Physik, als reine Physik bezeichnen, sagen wir ja. So. Ja, das stimmt. Es klingt auf jeden Fall super interessant, muss ich sagen. Wenn man für sowas ein Verständnis und das Interesse gleichermaßen hat, ganz nebenbei so erwähnt, dann hat man auch recht gute Karten auf dem Arbeitsmarkt, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ja schon so etwas ist, was nicht so viele unbedingt im Fokus haben. Vor allen Dingen nicht in einem so frühen Alter. Von daher, also Hut ab, das ist eine, also wenn du das durchziehst, glaube ich, eine Jobwahl, die dich sehr weit nach vorne bringen kann, insgesamt so. Hoffe ich doch. Ja, glaube ich schon. Ja, und so Thema TSW, was ist da so, um da nochmal eine kleine persönliche Note mit reinzubringen, was ist da so dein Lieblings-DLC, deine Lieblings-Lok, Lieblingszug, Lieblingsstrecke, was fährst du gerne? Also meine Lieblingsstrecke, ich habe keine richtige Lieblingsstrecke, ich fahre eigentlich wirklich kaum. Also die Strecke, die ich am meisten fahre, ist wirklich das Training Center. Spawn ich halt schnell mal den Zug, den ich gerade am Modden bin und fahre mal los eine Runde. Deswegen, also an sich finde ich, ich habe ehrlich gesagt keinen richtigen Favoriten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Niedertalbahn nehmen, ja. Weil die Szenerie halt einfach unglaublich geil ist. Okay, ja, Niedertalbahn. Also, Ja, dann würde ich sagen, passend jetzt zur Abfahrt, die sowieso schon verspätet ist, ne? Ich hätte jetzt, glaube ich, schon vor ein paar Minuten abfahren sollen, ist ja auch egal. Ist egal, würde ich ja sagen. Das interessiert ja keinen, interessiert auch in Realität nicht so viele. AFB sollte ich vielleicht auch noch. So. Genau, und ganz kurzer ja. Tipp.
Immer den Fahrschalter auf Minimum lassen. Das ist die F-Stellung, bis die Fahrmotorlüfter, bis du hörst, dass die reingeschleift sind, im Grunde genommen, weil sonst hast du null Stellungszwang, musst dann nochmal zurücksetzen oder der Oberstrom spinnt rum, weil Mike das Setup falsch gemacht hat, bissel, aber ja. Ah, okay. So, und wenn ich jetzt Leistung aufschalte, dann. Dann funktioniert alles im Grunde genommen, ja. Aha. Dann geht's los. Schau mal einer an. Schon hier, kaum sind wir im Gespräch, schon habe ich was dazugelernt, ne? Wir können jetzt einmal. Ja. Und noch dabei sind maximal 40 Kilonewton pro Fahrmotor. Ist so eine ungeschriebene, maximal 40 pro 40 Fahrmotor. Kammer. Ja, so eine ungeschriebene Regel, um die Motoren zu schonen. Obwohl, ja, es ist glaube ich so eine Weisung, dass da die Fahrmotoren einem nicht in die Ohren fliegen Okay, oder halt nicht so viel Verschleiß ist. ja. Ja, das ergibt auch auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, das wird man in Realität ja sowieso nicht tun, mit so viel Zugkraft auf einmal anfahren. Ne? Das ist Ja. sowieso passiert recht selten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wir hören es jetzt gerade schon. Wir sind jetzt in du kannst es ja vielleicht etwas besser erklären. Es gibt ja prinzipiell zwei Varianten vom ICE, beziehungsweise vom ICE1 Enhancement Pack. Und wir sitzen gerade in Ja. der GTO-Variante. Vielleicht kannst du dir mal für Leute wie ich, die keine Ahnung von sowas haben, erklären, was heißt GTO? Hat das was mit Game of Thrones zu tun? Und was ist die andere Variante? Erzähl mal, was ist das? Genau, das sind zwei verschiedene, also wir haben GTO und IGBT, das sind zwei verschiedene Halbleiter im Grunde genommen. Also GTO steht für Gate Turn Off Thyristor Restore und IGBT für Isolated Gate Bipolar Transistor. Also das ist ein bipolarer Transistor mit isolierter Gate-Elektrode im Grunde genommen, und beim Gate Turn Off ist halt einfach ein Schalter, der ein Gate im Grunde genommen ist auch ausgekehrt. GTO habe ich jetzt wahrscheinlich falsch erklärt, aber ist egal. Also es sind zwei verschiedene Halbleiter-Bauteile, die in den Stromrichtern verwendet werden. Also du hast im Grunde genommen Stromrichter, muss man sich so vorstellen, wie das Getriebe. Im Grunde genommen, du steuerst damit die Fahrmotoren an und die verarbeiten im Grunde genommen den Strom, der von den Transformatoren in Spannung umgewandelt wurde, mit der die arbeiten können. Wandeln die dann wieder um in dem Fall dreiphasige Spannung, also dreiphasigen Wechselstrom, der dann vom Fahrmotor verwendet werden kann, im Grunde genommen. Also du steuerst damit die Fahrmotoren an, und GTOs können zum Beispiel nicht so schnell schalten wie IGBTs. Musst du dir vorstellen, im mehrfachen 1000-Bereich pro Sekunde. Also das sind halt diese Frequenzen, die du auch hörst, die am Ende hörbar werden. GTOs zum Beispiel hier in dem Fall schalten bis 55 km/h beim IC1 mit 200 Hertz. Das hört sich dann wie 400 Hertz. Das wird immer mal als wahrgenommen im Grunde genommen. Aber sagen wir mal so, GTOs könnten effizient, glaube ich, bis 20.000 Hertz schalten. Mit IGBTs kannst du da viel höhere Frequenzen erreichen, im Grunde genommen. Und vor allem auch im niedrigen Frequenzbereich, glaube ich, und auch im hohen Frequenzbereich, Schallverluste durch Oberwellen oder sonstiges, also Harmonien, werden eliminiert dadurch. Aha, das klingt ja auf jeden Fall höchst Also komplex. Ja, noch weiter? hat im Grunde genommen einfach nur den Vorteil, dass du weniger Energie aufwenden musst, beziehungsweise die Teile an sich leichter sind. Und ja, wie gesagt, schneller schalten können, das heißt höhere Frequenzen, das heißt effizienter, das heißt leiser. Genau, und es gibt insgesamt drei verschiedene Versionen vom 401. Die dritte kommt auch noch bald, im nächsten Update von 401 dann. Hast du dann die Thyristor-Version, hat den gleichen oder fast den gleichen Stromrichter wie die 120. Danach kamen dann halt für die zweite Bauserie GTOs von Siemens. Das sind halt auch die du gerade noch fahren kannst. Und die bekommen mittlerweile oder haben mittlerweile, ich glaube bis zum 20. diesen Monats, werden alle 401er IGBTs haben. Ach krass. Ah. Also die Ja. wurden alle umgerüstet. Also es gibt echt auch keine GTOs mehr, Ja, fast. Wahnsinn. Also im Grunde genommen sind wir Leider. schon in so einer Art historischem Fahrzeug, mehr oder weniger schon im Grunde genommen gerade Genau. unterwegs. Also die Aufnahmen, die du hier hören kannst, in Januar entstanden. Es war noch sehr schwer da, überhaupt an Ja. Aufnahmen ranzukommen. Aber ja. Ja, Wahnsinn. Na, dann kann man das ja gleich umso mehr wertschätzen, dass wir das im TSW jetzt so gut umgesetzt haben, als Mod zumindest. Na gut, ich bin selbst nicht, Entschuldigung, ganz Ja. kurz, ich bin selbst nicht ganz zufrieden damit, deswegen habe ich den Sound jetzt nochmal neu Ja. gemacht,
nochmal aus anderen Aufnahmen, die in einem anderen Fahrzeug entstanden sind, wo weniger Störgeräusche waren, habe ich nochmal neue Sounds geschnitten und die dann auch nochmal zusammengebaut und die Fahrmotoren komplett neu bearbeitet, dass jetzt die Frequenzen auch passen alles. Aber ja, das kannst du ja vielleicht mit dem Anzeigenklärungsgeschick. Ja, und zum Thema Soundaufnahme, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das interessiert mich auch sehr, wie man sowas macht, aber können wir auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt noch drauf eingehen. Was mich interessieren würde, ist, ihr hattet die Mod ja sehr, sehr, sehr lange in Arbeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen. Wie lange hat das gedauert von der ersten Idee bis zur Umsetzung, bis zum Release? Was kann man sich da vorstellen, was da für eine Zeit vergangen ist? Ja, also die erste Idee kam an dem Tag, wo TSW, oder der Preview-Stream von Kassel-Würzburg war im Grunde genommen. Also da war ich das erste Mal auch an dem Tag zum Beispiel mit Fug und VC. Also Fug, Markus, Justus und Red Sonja waren da und wir haben uns den Preview-Stream mal angeschaut und mir hat der Sound von dem Teil absolut gar nicht gefallen. Fug hat das Display nicht gefallen, Red Sonja hat die Lichter nicht gefallen, Justus hat der Sound nicht gefallen, Markus das Makro nicht. Dann haben wir uns einfach gesagt, ja, wir machen da jetzt was für. Und wir hatten halt schon Zerno damals mit auf dem Server drauf, der RTF bei Fernverkehr ist und auch für DTG-Referenzen geliefert hat tatsächlich. Ja, aber als Second Party, glaube ich, unterwegs und mittlerweile genau. Auch als Third Party. Mittlerweile. Offiziell noch nicht. Ich glaube, er hat ja selbst was im Razer-Forum geschrieben, von daher ist das, glaube ich, eine Information, die auch so. Ja. Ne? Gut, ja, stimmt. Von daher. Stimmt. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass es aber okay ist, dass wir reden. Aber wir wissen ja eh nicht, was das ist. Das ist okay. Ich wollte gerade sagen, genau, das ist es nämlich. Das meine ich mit nicht offiziell. Ja. Das ist nicht offiziell angekündigt, was da. Also, was da genau kommt, keine Ahnung, aber er hat ja selbst mal was darüber geschrieben. Ja, aber unabhängig davon, das soll ja nicht Thema sein, aber ja, du kannst gerne weitererzählen. Ja, genau. Und dann haben wir uns als Early Access kam, haben wir uns das Teil angeschaut. Grob auseinandergebaut und am ersten Tag danach war schon die erste Version vom Sound fertig. Im Grunde genommen, wir hatten nur EGBT-Aufnahmen und es klang meiner Meinung nach echt nicht toll. Das waren noch so meine Anfänge vom vernünftig Sound schneiden aus richtigen Aufnahmen. Ich habe mich schon seit 2 Jahren ungefähr mit Sounds auseinandergesetzt gehabt bis dahin, aber das waren dann hauptsächlich eher Skriptsachen ändern und sowas und nicht Sounds selbst schneiden. Aber ja, genau. Und ja, wir hatten die erste Version schon fertig. Hoop hatte sein Display schon zum Teil angefangen, den man hier auch sehen kann. Aber ja, dann hat es längere Zeit einfach weiterhin nichts gegeben, so wirklich. Und ich glaube, im Oktober war ich dann in München unten, habe auch Markus und Hoop getroffen. Und den treffe ich auch am Freitag wieder. Ja. Aber ja, genau. Und dann haben wir ein paar Aufnahmen von 401 auch gemacht. Ein Parsing waren wir nämlich. Und die habe ich dann auch, als ich dann wieder aus dem Urlaub wieder da war, auch eingebaut und generell ein bisschen weiter dran gearbeitet. Habe von Zürn ein paar neue EGBT-Aufnahmen bekommen. Und dann hat das Ganze schon ein bisschen Form angenommen. Aber ja, genau. Und dann im Oktober kam für den Transim Classic kam eine Soundmod von Linus raus. Wenn der jetzt was sagt, ja. Für den ECR-Smod 3D-Zug. Also Linus ist ja großer Name in der Train Simulator Community. Genau. Das sollte, glaube ich, jeder kennen, der irgendwie mal den Train Simulator gespielt hat oder auf der Platte hat. So. Ja, genau. Und mir hat seine Soundmod auch nicht so wirklich gefallen. Zu Anfangs. Also, ich, klar, sie klang gut, aber ich fand sie im Vergleich zu den Referenzen, die ich hatte, schon zu dem Zeitpunkt, nicht so wirklich realistisch. Ich habe mich da herangesetzt und die so ein bisschen auf den gleichen Stand gebracht, wie jetzt das Enhancement Pack. Und zum späteren Zeitpunkt, ich glaube es war Januar, hat Zerno dann endlich mal GTO-Aufnahmen machen können. Und auch Videos und Referenzen und alles dazu. Haben auch die Referenzgeschwindigkeiten alles gehabt. Da habe ich mich rangesetzt und das, weil ich keine Lust auf TSW in dem Moment hatte, weil das echt nicht weiterging so wirklich, weil Fug viel mit der Schule zu tun hatte, ich eigentlich auch. Ja. Ich aber ein bisschen mehr Freizeit hatte als er. Habe ich mich halt damit dann so ein bisschen eher auseinandergesetzt mit dem TS. Und da ist dann meiner Meinung nach ein richtig, richtig guter Sound auch entstanden für EGBT und GTO-Version. Und ich habe mich dann, ich glaube, im Februar
Nee, genau. Im Januar habe ich das erste Mal auf Discord Kontakt mit Linus aufgenommen. Und seitdem haben wir auch ein paar Projekten zusammengearbeitet. Nur nicht so wirklich, aber also es ist nicht so wirklich draußen das eine. Und das andere ist schon draußen, ist halt meine EC4 Soundmode. Kann ich vielleicht gleich auch nochmal zeigen. Aber auf jeden Fall habe ich dann zu dem Zeitpunkt. Ich kann es auch gerne in der Videobeschreibung hier verlinken, wie EC4 Soundmode. EC1 Soundmode natürlich in der Videobeschreibung drin. EC4 Soundmode werde ich auch dann direkt mit verlinken in der Videobeschreibung, wenn es interessiert. Ja. Für den Train Simulator genau, natürlich, ne? Nicht TSW. Ja. Na gut, wenn da mal einer kommt, habe ich auch Sounds schon parat. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt meinen Sound im TSW nochmal komplett überarbeitet, komplett angepasst an das im TS Classic. Und dann kam der Release im April, weil ja, was dann noch gefehlt hat, waren Teile von meinem Sound, die ich nochmal überarbeitet hatte, weil ich wieder nicht zufrieden mit war. Ein paar Sachen von Fug. Und dann haben wir das an meinem Geburtstag wirklich auch released. Ja, also am 10.04. haben wir das dann schön released. Und ja, genau. Und danach habe ich den Tomba rangesetzt, weil mir der Sound zum Teil immer noch nicht gefallen hatte. Also man merkt, du setzt ein sehr hohes Niveau an. An mich selbst, weil mir halt Sachen nicht, weil mir Sachen auffallen, die halt nicht zu meinen Soundaufnahmen, die ich bekomme, passen. Genau, und das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ende Februar kam Mike noch hinzu, das ist auch ein TF bei Fernverkehr, der hat uns auch ganz viele Aufnahmen geliefert und mir alle Aufnahmen für den C4 geliefert. Um da kurz einzuhaken, du meinst natürlich nicht Mike Golds, ne? Weil Mike ist das Mike Golds wird ja mit dem wird ja praktisch als erstes jedem in die Gedanken kommt, den meinst du natürlich nicht. Nee, den meine ich nicht. Nee, auf jeden Fall hat er uns viele neue Soundaufnahmen aufgeliefert, auch mir für den 401 einige, vor allem auch vom GPT, weil in Hannover keine GTO mehr fahren leider. Und da habe ich mir halt dann die Fahrmotor-Sounds die ganze Zeit angehört und habe gemerkt, Mensch, da passt irgendwas nicht, die Frequenzen passen nicht, die sind viel zu niedrig beim 401 im TSW jetzt. Hab das in TS nochmal grundlegend überarbeitet und das dann jetzt für die neueste Version, die mit der ich jetzt auch endgültig mal komplett zufrieden bin, weil die fast komplett der Realität entspricht, die jetzt fürs nächste Update kommen soll, genau, habe ich das da jetzt eingebaut. Also es ist noch Work in Progress, wir haben noch ganz viel geplant, aber die Grundversion, die jetzt gerade draußen ist, ist jetzt fast ein Jahr in Entwicklung. Ja, und die ist ja auch schon sehr, sehr, sehr solide. Das ist ja soundtechnisch meines Erachtens nochmal. Also ich persönlich fand ja schon den originalen Sound, mir hat er gefallen, so als Laie fand ich das schon okay. Mhm. Aber ich kann auch total nachvollziehen, dass wenn man weiß, wie es wirklich klingt, beziehungsweise wie es halt wirklich richtig umgesetzt klingt, dass man da dann nochmal ein wenig genauer drauf schaut und sich denkt, ja, das geht noch besser. Ne? Da ist noch Luft nach oben und dann ist es halt schön zu sehen, dass tatsächlich auch die Luft, die noch oben da war, dass die dann im Grunde genommen umgesetzt wurde in was Produktivem, und zwar in dieser Mod, die wir gerade auch die ganze Zeit hören im Hintergrund. Und das finde ich natürlich sehr, sehr, sehr cool. Was mich auch interessiert, du hast das immer mal wieder so angedeutet, Thema Soundaufnahmen. Ich bin mir sicher, es gibt die einen oder anderen, die vielleicht denken, ja, irgendwie könnte man ja vielleicht die Entwicklerinnen und Entwickler unterstützen, indem man denen bestimmte Soundaufnahmen zukommen lässt. Müssten Soundaufnahmen gemacht sein, um in irgendeiner Form verwendungsfähig zu sein. Ich denke mal, ich kann nicht einfach so mein Handy irgendwie da das Diktiergerät anschmeißen, aufnehmen und das passt schon für ein TSW-Fahrzeug, oder? Gut, doch, theoretisch schon. Also das Wichtigste ist, dass die Aufnahmen Stereo sind und jetzt nicht zum Beispiel die Aufnahmen übersteuert oder Wind drauf ist oder zu viel Wind drauf ist, sodass es dann am Ende natürlich auch übersteuert. Aber sagen wir mal so, die meisten Störgeräusche kann man ganz einfach mit einem Pulse-Stretch loswerden oder indem man halt Frequenzen rausfiltert, die man nicht drin haben will. Das ist gleich wie bei den EBT-Sounds jetzt zumindest bei der neuesten Version. Ich bin einfach hingegangen, habe mir eine Aufnahme genommen, die ich auch auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Und habe halt ich auch alle sehr gerne hier den YouTube-Kanal, kann man sich auch nochmal angucken. Ja, danke. Bin ich halt hingegangen, habe halt alle Frequenzen rausgefiltert, die nichts mit dem Stromrichter zu tun haben. Also wir haben halt beim 401, das hat mich auch so enorm gestört, bei der Originalversion. Das Teil hat eine Frequenz von 3000 Hertz gehabt. In der Originalversion von Mike. So. Und das sind so etwa 1000 Hertz zu viel.
Der Teil moduliert halt mit 2000 Hertz und das hört man auch. Das ist halt schon ein enormer Höhenunterschied im Grunde genommen am Ende. Also, ja. Aber auf jeden Fall bin ich hingegangen, habe 2000 Hertz rausgefiltert und alle anderen Harmonien, die dazugehören. Harmonien sind etwa 500 bis 1000 Hertz Abstände. Kommt drauf an, was für ein Material da in irgendeiner Art und Weise vibriert. In dem Moment war es halt der Pharmaschutz zum Beispiel. Ja, muss man halt sich immer im Spektrogramm anschauen. Dann kann man, das kann ich gleich vielleicht nochmal zeigen, was so der Prozess vom Soundschneiden ist. Ja. Wenn das interessant wäre. Ja, können wir uns auf jeden Fall gerne angucken. Ja. Ich fände es auch noch interessant zu wissen, ihr habt ja in einem großen Team wart ihr ja da zusammen, ne? Habt ihr da zusammengearbeitet? Genau. Waren, glaube ich, fast dann 8 Leute vielleicht? Neun, Neun glaube sogar. ich, sogar. Was genau war da deine Aufgabe in diesem großen Spektrum an Menschen? Also welcher Teil dieser Mod ist im Grunde genommen mehr oder weniger trägt deine Handschrift? Ja, alles, was mit Sounds zu tun hat und ein paar Texturen im Fahrgastraum und die Lichttexturen vorne. Hat mir Redstone Bilder geliefert, ich habe die eingerichtet. Genau. Und im Fahrgastraum ist dann, kann man das auch gut sehen. Ich habe die Sitztexturen komplett neu gemacht und alles, aber ja. Welche Genau. Texturen? Die Sitztexturen. Sitztexturen. Können wir uns vielleicht einfach Einfach mal nur, ja. angucken? Wir sind ja hier gerade LZB geführt, also kann ja Ja. nichts passieren, ne? Hier nicht, aber die im Fahrgastraum halt. Ja. Was halt vorher so einfach blau war mit ein paar weißen Punkten drauf, ist halt echt schon ein bisschen anders. Das ist halt dieses Muster, wo halt diese kleinen Blöcke im Grunde genommen drauf sind, die aus gelb und hellblau sind. Hat man auf ein paar Bildern gut gesehen, wenn du jetzt reinzoomst, dann sieht man das auch. Ah, Also wirklich diese kleinen Blöcke, jetzt ne? geht kurz das Ja. Licht aus, so. Ach stimmt, Tatsache. Ja. Ja, ist es halt in echt auch. Ich kann ja. Ah, gut, das bringt jetzt nichts, das Bild reinzuschicken, aber. Ja, genau, Ja. also. Ja. Und DTG hat sich halt einfach gemacht und einfach ein paar Punkte mit Photoshop wahrscheinlich reingeklatscht, aber. Aber da Ja. merkt man auf jeden Fall die Detailverliebtheit von dem Ganzen, ne? Dass es da so viele Sachen gibt, die da angefasst worden sind, die den meisten ja nicht mal aufgefallen wären. Ne? Also ich glaube, nur den wenigsten wäre wirklich aufgefallen, dass die Sitztexturen jetzt nicht perfekt oder originalgetreu sind. Ja, ich fand es auch ehrlich gesagt anfangs nicht Ja. schlimm, aber ich habe dann, als ich dann mit Foley die EC-Wagen-Mod gemacht habe, wo die Texturen wirklich komplett falsch Ja. waren, weil das Muster halt falsch war, da waren die halt einen geraden rein und nicht wieder dieses Abwechselnde, was man hier gut Ja. sehen kann. Wenn du weißt, was ich Ja. meine. Dann habe ich die halt neu gemacht und die Texturen habe ich dann einfach jetzt rüber geportet, Ja. weil es nicht viel Arbeit war. Es war halt so eine Sache von 5 Minuten. Habe ich es auch direkt gemacht, Ja, also. wenn man weiß, wie es geht, ne, dann dauert das sowas dann noch vielleicht auch nicht allzu lange. Also, Ja, das Mapping war relativ ja. ähnlich und alles, also. So, ich gehe mal wieder zurück in den Führerstand, schauen wir kurz, wie das. Echt aber auch so, im Maschinenraum sind, also aus dem Maschinenraum kommt es dann echt noch lauter raus, da verstehst du dein eigenes Wort nicht Ja. mehr, aber das geht wegen TSD, ne? Ich weiß nicht, zum Beispiel halt. Ja, verstehe ich. Ich glaube, man sollte sowieso nicht während der Fahrt im Maschinenraum sein. Das kann durchaus gefährlich sein. Das ist richtig, die Tür ist nicht ohne Grund Ja. geplatzt. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Was ist denn noch so geplant für den ICE1 in Zukunft? Also für die Soundmod ICE1, was kommt da sonst noch? Du hast vorhin schon so ein bisschen was angedeutet in Richtung weitere Soundverbesserung. Was kannst du uns da noch so Konkretes erzählen? Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, Ja. wenn ich es nicht zu 100% versprechen kann. Aber die LDV-Version, also das zweite Redesign im Grunde genommen, hast einen grauen Führerstand, paar Sachen mit Führerstand drin, zum Beispiel so ein Stifthalter vor allem, was neue Klimaanlage drin und ja, ein paar visuelle Veränderungen. Der Fahrgastraum hat halt jetzt an der Decke auch Fahrgastinformations System, Anzeigen, Ah, Dingsbums ja. und hast mehr Gepäckablagen, so, beziehungsweise generell erstmal Gepäckablagen, richtige Gepäckablagen und der Zug wird natürlich auch gekürzt, also aus 12 Mittelwagen wurden 9. Genau, und die Teile haben von außen neuen Lack bekommen und auch Anzeigen. Ich weiß nicht, inwieweit das Swoop hinbekommen kann, in Anzeigen von außen, weil das halt vorher absolut gar nicht existiert hat. Aber wir werden mal schauen, was man machen kann. Und
was ein persönlicher Wunsch von mir im Grunde genommen auch wäre, noch von anderen, wäre halt der alte Innenraum. Oh ja. Auch der alte Führerstand, also orientrote Version, analoge Führerstand mit MFA, alter Innenraum mit den alten Sitzen, allem, ja, es wäre schon cool, alte Produktfarben, alles. Da könnte man auch den Amtrak Vectron, den Jack Vectron, sage ich, bin jetzt wegen Vectron League heute, Amtrak EC1 machen, Ja. genau, und das wäre schon cool. Also der Sound dafür ist jetzt auch schon fertig, den habe ich gestern fertig gemacht, aber wäre halt auch was für LFR. Ja, stimmt. Aber mal Stimmt. schauen. Also man kann sich ja da Bilder davon angucken, wie so ein ICE früher noch ausgesehen hat. Ich fand die sehr, sehr schön, muss ich sagen. Viel gemütlicher. Sahen viel gemütlicher aus als heute von dem, vom Farbschema her. Natürlich ziemlich altbacken. Aber ich glaube, den gibt es auch im Train Simulator nicht, oder? In dieser Version? Ist dir das bekannt? Doch, Den gibt gibt's. es mit dem alten Innenraum. Alter Innenraum. Gibt's, nee, in 402 gibt es einen alten Innenraum. Also es gibt einen alten Führerstand Ja. bei 401. Ja. Aber einen alten Innenraum gibt es noch nicht. Aber vielleicht mal als Mod. Vielleicht. Was mich auch Genau. sehr fasziniert hat, als ich das erste Mal entdeckt habe, war das GSMR-System. Wie viel davon trägt deine Handschrift hier beim GSMR-System? Hast du die Soundaufnahmen und sowas auch dafür gemacht bzw. eingepflegt? Nee, das hat Fub alles gemacht. Ich habe ihm nur ein bisschen Tipps gegeben, wie das mit den Cubes geht, aber das war's. Okay, damit hast du nicht Und, viel genau. zu tun, ja. Ja, und wie man halt Sounds rausfiltert, aber das war's halt. Ja. Im Grunde. Ja, finde ich auf jeden Fall, also das hat auch so diese kleinen Spielereien, da muss ich auch echt sagen, sowas begeistert mich ja total. Das sind so viele Kleinigkeiten, könnte ich mich stundenlang damit beschäftigen, hier auf die einzelnen Tasten da rumzudrücken, auch wenn es mir absolut nichts bringt, aber es macht halt einfach Kannst du Spaß. mal Kannst du mal die Transportleitung wieder anrufen, wenn du wieder angerollt Dann mache ich mal die Transportleitung. Ist zu leise gewesen. Ja, ziemlich leise. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört. Sowas sagt die EZB. Die EZB sagt, dass wir gleich irgendwo anhalten müssen. 13 Kilometer, ja, passt schon. Das geht noch. Der Teil ja günstig wie sonst was. Also Ja. stehst ein paar hundert Meter. Stimmt. Ne? Hast du generell zum ICE1 irgendwas noch so zu sagen? Gibt es da etwas, worüber wir noch An nicht sich jetzt gesprochen haben? nicht. Ja. Nee, aber seitens DTG vielleicht. Ich bin es halt. Ich habe mich auf dem Trace Community Server. Ganz am Anfang, als der 401 angekündigt wurde und als er auch rausgekommen ist, habe ich mich mehrmals mit Leuten von DTG auch gestritten darüber im Grunde genommen, wie falsch das Teil auch eigentlich wirklich ist. Weil ich finde es halt schade. Das Modell sieht richtig, richtig gut aus. Die Texturen sind richtig, richtig gut. Es ist vom Modell her, es sieht einfach aus wie das echte Teil. Kann man nichts gegen sagen. Es ist halt wirklich für jedes Spiel, also egal welches Spiel du hast, das ist das beste Modell, was du haben kannst. Vom Aussehen her, allein das Visuelle. Die Fahrphysik ist auch mittlerweile gut, aber ich finde es halt immer wieder schade, wie mit so kleinen Sachen, die eigentlich auch relevant sind fürs Spielerlebnis, also zum Beispiel hier das MFD, die haben einfach links die beiden MTDs, das sind echt Davids. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Die sehen nicht ansatzweise aus wie das, was du da siehst. Was sie gemacht haben, sie haben, weil sie wahrscheinlich keine Zeit mehr hatten oder sowas, haben sie vom 403 die Sachen recycelt. Ist einfach nur schade, finde ich, ehrlich gesagt, weil das ist halt ein echt grundverschieden. Aber ja, gut. Und was den Sound angeht, Mike macht generell mit Sounds eigentlich einen guten Job. Aber ich finde, seitdem leider von DTG, glaube ich, relativ oft engagiert wurde, hat er so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht nachgelassen oder so, aber ich habe mich auch mit ihm schon mal öfters über den, oder ich glaube zweimal war es oder so, über den Sound vom IC1 gestritten. Im Grunde genommen, was er jetzt richtig oder was da falsch ist, aber er hat halt für den Stromrichter-Sound bis 50 km/h, hat er halt Sounds vom D0 HC genommen, warum auch immer. Und ab 50 km/h Sounds vom GTO 401. Da denke ich mir auch so, was, wie?
der hatte die gleichen Aufnahmen am Ende wahrscheinlich wie wir, Ja. weil Zillow den ja auch Referenzen geliefert hat. Und sagen wir mal so, die IGBT-Aufnahmen, die wir am Anfang hatten, wo man alles klar hören konnte, die hatte er nicht nur für uns gemacht, die waren schon vorher da für DTG. Ah, ja. Deswegen verstehe ich es auch nicht, wie das so passieren konnte, aber ja, gut. Das wird wohl irgendwelche Gründe gehabt haben, die, weiß ich nicht, ne, können wir jetzt schlecht nachvollziehen. Ja. Die Soundaufnahme von DC HC ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, deswegen war auch die Frequenz komplett Ja, falsch, das aber verstehe ja. ich, ja. Aber okay, vielleicht deutet das wenigstens auf ein potenzielles DC HC DLC irgendwann hin, wer weiß. Aber Glaube es ich nicht. glaube auch nicht, aber so, wir halten gerade an, ja, halten wir an. Ich glaube schon. Verstehe ich die Kritik auf jeden Fall, ne? Also vor allen Dingen, wenn man weiß, dass da die Sounds besser sein könnten, weil die Aufnahmen ja vorhanden waren und dann am Ende doch so in Anführungszeichen schlecht waren, verstehe ich total. Es wird wohl irgendwelche Gründe haben, welche auch immer, ist ja auch egal so. Ja. Aber dass es auf jeden Fall besser geht, dass immer Luft nach oben da ist, das ist ganz klar, ne? Das ist schade. Auch so mit diesen Spielereien hier mit den MTDs hier. Finde ich auch schade, muss ich sagen. So, ich glaube, wir halten gar nicht an, denn, weil das Signal grün ist. Ich muss mal einmal kurz hier selbst bremsen. Ja. Unter 100 musst du sowieso manuell Stimmt. bremsen. Bei Fernverkehr. Oder ich glaube generell sogar DB oder generell vom BBA vorgeschrieben. Ich weiß es nicht zu 100%. Da kann man aber auch mal die Sounds hören. Ach, das klingt ja herrlich. Ja, bei der neuen Version klingt es Ja. besser. Darfst du nämlich separate Bremsen anfassen. Ah. Weil das echt auch anders klingt, aber das war mir bis dahin nicht bewusst, ob das möglich ist oder nicht, aber ich habe einen Weg gefunden. Das ist so ähnlich. Achso, das ist jetzt praktisch so, dass die Bremssounds hier aktuell so in diesem Sinne der Logik folgen, das sind im Grunde genommen die Anfahrsounds nur rückwärts, in diesem Sinne. Ja, also du musst dir das so vorstellen, du hast halt bis mal du hast. Ich kann halt separat zur Geschwindigkeit, parallel zur Geschwindigkeit, kann ich halt die Pitch und das Volume definieren, im Grunde genommen. Aber ich konnte dem Spiel vorher nicht sagen, ja, wenn du anfährst, dann soll die und die Pitch bei der und dem Wert sein, aber wenn du bremst, soll es anders sein. Das ging vorher nicht. Das Spiel konnte dann nicht unterscheiden zwischen Anfahren und Bremsen. Dementsprechend musste ich da halt die Werte genau gleichsetzen. Das ist. Ja, ist halt echt ein bisschen anders, weil da manche Sounds dann beim Bremsen lauter sind und halt eine andere Pitch Ja. haben. Aber ja. Okay. Dann würde ich sagen, können wir an dieser Stelle einen ganz kleinen Cut machen, weil du hast mir noch ein paar Dateien geschickt, dass wir uns nämlich, was sind das für Dateien, was erwartet uns jetzt? Generell erstmal den überarbeiteten GTO-Sound. Da habe ich dir leider in der Pack nur gerade den Bremssound drin, den neuen. Kann man aber mal vergleichen vielleicht mit wie es Bremsen hier bei dem hier jetzt gerade klingt, dann IGBT, Anfahren und Bremsen, da klingt es nämlich bei beidem eigentlich gleich und den dritten neuen Sound, der für Left Brain ist, auch nur Anfassung. Okay, dann mache ich mal eben kurz eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder im ICE1 und zwar in der GTO-Variante, richtig? Und zwar in der Variante mit den Sounds, die uns in einem zukünftigen Update erwarten. Wir hören uns nämlich hier jetzt mal den Bremssound an von der GTO-Variante. Ich würde sagen, ich bremse jetzt einfach mal rein. Und das sind jetzt die neuen Sounds, die in dem nächsten Update kommen. Ich hoffe, man hört es im Video halbwegs. Ich halte jetzt mal kurz den Mund. Wahnsinn, Wahnsinn.
Okay, also ich bin maßlos beeindruckt. Das klang schon unglaublich gut. Danke. Und das wird in einem Update, das irgendwann noch kommt, Pi mal Daumen, eine Ahnung wann. Also, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich glaube, eine Woche oder so. Mal schauen, Okay. wann Fub halt Zeit hat, das zu implementieren. Okay, Das gut. Klar ist halt nicht zu Hause, deswegen geht das nicht, aber. Aber es wird jetzt keine Monate entfernt sein, so das ist jetzt schon nicht mehr allzu Hoffen wir lange. nicht. Ja. Okay. Dann haben wir uns jetzt die Bremsart angehört von der GTO-Variante. Was hören wir uns als nächstes an? Am besten den IGBT. Gut, dann hören wir Weil uns. da war es halt Ja. so, dass bei der Release-Variante durch den kleinen Fehler von Fub die ganze Zeit einfach nur so ein Surren zu hören war und der Strom nicht das Sound komplett untergegangen ist. Aber ich habe es auch generell nochmal überarbeitet, also ja, können wir vielleicht mal anhören. Gut, machen wir. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder zurück im Führerstand des ICE, diesmal in der IGBT-Variante. Und da hören wir uns sowohl die Anfahr- als auch die Bremssounds an. Also die in diesem Sinne zukünftigen, in einem zukünftigen Update erscheinenden. Fahrschalter auf die F-Stellung, haben wir hier vorhin gelernt. Bremsschlüssel. Bremsschlüssel, auch nicht schlecht. Ja, so. Gucken, das Und Lichter wäre noch gut. Licht dafür auch noch gut. Ja, stimmt auch wiederum. So. Jetzt kommt die DB-Net, DB-Konzern sich heute in die Ecke. war das nicht sogar bis 2000, weiß ich nicht, 4 oder sowas, dass man eigentlich nicht verpflichtet war, Spitzensignale zu haben? Das ist, Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt, aber. meine ich zumindest mal irgendwie so gehört zu haben, dass das halt nicht immer so war, dass man Spitzensignale haben musste. So, wir fahren an und hören mal einfach hin. Ich lasse die PZB mal aus, by the way, und LZB. Also man hört auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied, ne, zur GTO-Variante. Ja, und auch zur Version vorher Ja. vielleicht, weil man da nichts gehört hat, bis auf das Surren. Ja. Jetzt hört man so einen basslastigen Sound im Hintergrund einsetzen. Genau, ist das Getriebe. Ich glaube, das 120 km oder so anfahren und nicht mal 100 km dürfte, obwohl er 110 oder so dürfte reichen. 110. Ja, das dürfte ungefähr reichen. Okay. Dann gucken wir mal. Darüber hört sich nämlich relativ gleich an wie vorher. Okay. So, dann schalte ich mal ein bisschen mehr Leistung auf. Ist das eigentlich so im Fahrplan, wenn jetzt der KI-Verkehr entgegenkommt, haben die dann auch die GTO-Variante als Sound? Haben die IGBT? Ist das der Vanilla-Sound? Ist das zufällig? Weißt du das? Das ist zufällig. Okay. Das finde ich cool. Außer das passt halt von der Epoche nicht rein. Zum Beispiel auf BRO hast du halt nur den GTO-Sound, weil das halt in echt auch so 2009 war, dass du keine IGBTs und Tyros Dawn waren schon ausgetauscht. Und jetzt gerade hast du einen Wechsel gehört. Bei 98 ist der Wechsel zur sogenannten synchronen Modulation. Also da wird von einer asynchronen Frequenz sozusagen gewechselt zu Pulsmodi, die synchron zur Frequenzumfahrung sind. Ja, Wahnsinn. also das ist bei dem Teil aber relativ random, weil das KI-basiert ist. Also der ganze Stromrichter vom IGBT ist KI-basiert. Also es klingt eigentlich jedes Mal anders, wenn du anfährst, aber wir haben mal eine Version genommen, die bei den meisten war. Das ist ja interessant. So, wir haben 110 erreicht. Ich würde sagen, ich bremse jetzt mal wieder. Hören uns mal das an. Auch das sind jetzt in diesem Sinne dezidiert neue Sounds.
das macht richtig Spaß, und mit einem Fahrzeug zu fahren, das gut klingt. Deshalb fahre ich so gerne mit der 187. Wieder aus dem Fenster springen. So. Herrlich. Ach, ist das toll, ist das toll. Ja, jetzt haben wir uns die Variante angehört. Jetzt können wir uns noch die Tourista-Variante auch noch anhören. Ja. Gut, dann. Vielleicht am besten auf LFR. Passt am besten von der Zeit rein. Okay, dann machen wir das. Dann sehen wir uns gleich auf der linken Rennstrecke. So, und jetzt stehen wir ganz offensichtlich in Mainz Hauptbahnhof mit dem ICE 1 und mit der falschen Lichteinstellung. So, das sieht schon besser aus. Ja, und jetzt fahren wir welche Variante? Das ist die Tourista-Variante, so wurden die ursprünglich ausgeliefert. Es ist Antriebspaket von AEG gewesen. Also mit AEG Tourista Stromrichtern, AEG Fahrmotoren. Die Stromrichter basieren halt auf den von der 120. Genau. Und klingen dementsprechend auch nach 120, wie Ah. man dann gleich auch hören wird. Das ist ja sehr interessant. Ja, die Baureihe 120 ist ja im Grunde genommen technisch gesehen ja der Großvater vom ICE1, ne? Also Genau. kann man ja Also der wahrscheinlich. ICE Experimental Ja. ist im Grunde einfach nur 120 mit neuen Drehgestellen, eine Hochgeschwindigkeit und einer neuen Verkleidung. Das war's. Und ein, zwei Mehr haben die nicht Zwischenwagen. geändert. Genau, ja. Mehr haben die nicht geändert und der ICE1 basiert ja typisch drauf. So, dann hören wir uns jetzt mal den Sound an. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe jetzt gar keine Ahnung, was uns erwartet. Also schauen wir mal. Also hier, ne? Wir haben es gelernt. Stellung F. Fahrmotoren kommen langsam. Fahrmotorlüfter. Wirkt auf jeden Fall um einiges leiser als die Fahrmotoren. GTO. Ja. Ja, ist nicht gleich wie beim IGBT, die werden gleich angesteuert, weil Thyristoren nicht so viel Hitze ausstoßen wie Ah. die TOs. Nein, Und ist nicht mal leise. aha. Ja, Fenster aufmachen würde ich nicht. Ja. Also mal Fenster zu. Ein ziemlich basslastiger Sound wieder rein. Das hat mir so einen Frequenzwechsel bei so circa 40 km/h, ne? Genau, ja. Nach 52 liegt es wieder GTO. Im Grunde. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt hat mir Noch ein noch. zweiter Wechsel, Ja. genau. Und bei 88 kommt ein dritter. Schauen wir mal bei 88. Ja, also einfach nur Ja. ein lauteres mit Vibrieren. Ja. Aber das klingt unwahrscheinlich cool. Also Danke. das ist, glaube ich, sogar fast meine Lieblingsvariante jetzt gefühlt schon. Also das ist Ja, gut, also klingt halt ab 52 genau wie der GTO beim Anfahren der ja. neuen Version dann auch klingen wird. Ja, also ich bin prinzipiell Aber sowieso eher Fan vom GTO als IGBT, weil ne, wegen der Tonleiter so finde ich ja. immer Ja, cooler. genau. Aber ja, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ICE1, Soundmod, große Sache, großes Paket, viel Arbeit, viele Stunden, viele Leute, die da dran saßen. Das kann man mal wertschätzen an dieser Stelle. Also ein ganz großes Dankeschön für diese Mod an dich und natürlich an alle anderen, die da mitgearbeitet haben. Das ist ja ein großes Projekt von vielen Leuten gleichzeitig gewesen. Ja. Dann würde ich an dieser Stelle mal kurz noch darauf zu sprechen kommen, was ist denn sonst noch so? Was steht denn sonst noch so auf deiner Agenda modmäßig außer ICE1?
Also ich kann jetzt mal unterscheiden zwischen TSW und TSC. Gerne. Ich mache mal TSW zuerst. Ich werde den Song von 101 mal komplett neu machen für eine gewisse Sache. Nicht nur für Foley's Pack, mehr sage ich aber nicht dazu. Dann habe ich noch für Nagifa, für die 185.2 einen neuen Sound in Arbeit. Der ist jetzt gerade so ein bisschen pausiert, da habe ich mal kürzere Zeit dran gearbeitet gehabt. Ist jetzt gerade pausiert, Sound schon fertig geschnitten und so, aber einbauen habe ich jetzt gerade nicht so wirklich viel Lust drauf, weil der Sound halt mich nicht wirklich interessiert. Das wäre dann auch mit Justus dann rüber geportet worden auf 446.2. Dann auch noch für Nagifa, beziehungsweise mit Nagifa in 403. Das gleiche kommt dann auch noch in TS rüber. Und für die 403 von welchem Hersteller dann? Von DTG? DTG, genau, ja. Also im TS wäre es dann, TS Classic wäre es dann halt der 406 von DTG, ja. Genau. Und dann mit Justus noch die 187, aber die ist pausiert. Bis auf weiteres, ja. Weil wir beide keinen Bock drauf haben, weil das ein scheiß Fahrzeug ist. Entschuldigung, aber das ist so. Genau, und mit It's ja dann, wenn die Class 700 rauskommt, mal schauen, was wir da machen. Ja, die Class 700, gerade erst praktisch in diesem Sinne so richtig angekündigt worden auf der letzten Roadmap. Genau, ja. Kommt, dauert nicht mehr lange, bis sie erscheint. Ja. Und da wollt ihr auch was machen. Hast du und prinzipiell ein Interesse da an britischen Fahrzeugen? Ist das auch so etwas, was sich so im Real Life interessiert? Nicht wirklich. Ja. Ich finde halt die Sounds interessant, aber ich vor allem, weil ich halt mit Itzia befreundet bin und ja. mit ihm halt auch ein paar Sachen am Machen bin. Und halt gefühlt irgendwie jeden Abend GTA spielen mit ihm ein paar anderen. Deswegen aber. Ja. 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 Genau. Und ja. Für den TS Classic habe ich auch noch ein paar Sachen mit Linus. Wenn das 402 von 3D-Zug rauskommt, wollen wir da zusammen was machen. Eine Soundmotor. Und wenn der 411 von denen kommt, wahrscheinlich auch. Ja. Das steht aber noch in Stern, weil wir da nicht an Aufnahmen so wirklich leicht reinkommen. Also ich zumindest nicht. Und Linus schon, aber ja, mal schauen. Und dann noch mit Justus für den Twindex. Haben wir letztens angefangen. Ich werde jetzt am Freitag, wenn ich dann meinen Aufnahmetrip und alles treffen und Markus hatte. Auf dem Rückweg werde ich mit dem Twindex ET2 fahren, im Grunde genommen. Dann da auch ein paar Aufnahmen machen, mal schauen, was draus wird. Twindex von Ray Traction? Genau, ja. Für das Teil dann im Grunde. Ja. Genau. Der von DTG gefällt mir nicht wirklich, der reizt mich nicht, sitze ich auch gar ja, nicht deswegen. Ja, also DTG-Fahrzeuge im Train Simulator ist ja sowieso, also für gute Fahrzeuge sind die im TS halt leider nicht bekannt. Ne? Bis auf der 407 von denen, aber das ist auch im Grunde genommen ein TSG-Produkt fast schon, bis auf das ja. Modell, das halt von DTG selbst ja. stammt. Was halt wirklich immer gut können, sind Modelle. Sieht Stimmt. man aber auch im TSW gut, also ja. Modelle sind von denen immer richtig, richtig gut. Aber die Umsetzung ist dann halt, ja. zumindest im TS Classic, nicht so ganz optimal. Wobei die genau, 155 fand ich auch, finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. So. Die, ich da sind aber... Da sind aber diese Sounds, ich glaube, die ja. Skripts von VR genommen wurden. Ah ja. Deswegen. Ja. Genau. Also es ist auch so eine Mic-Sache wieder, ja. glaube ich. Genau. War noch. Genau, für den TSW steht jetzt auch so ein bisschen in den Sternen. Haben wir gestern erst vielleicht mit angefangen, so richtig. Für den TGW. Kommt vielleicht ein Enhancement bzw. Expansion Pack. Wir haben einiges geplant. Einiges davon wird vielleicht gar nicht umgesetzt werden. Also erstmal für den Standard TGW 200, also TGW Duplex 200, darf ich den Sound aus dem TS porten von jemand gewissen, der dann eine richtig, richtig, richtig geile Soundmod gemacht hat für. Der macht dann auch mit, der arbeitet bei der SNCF und liefert uns auch jede Menge Referenzen dann. Ja, sehr cool. Und wir haben vor, die ganzen Innenraumvariationen auch zu machen und am Ende dann, wenn Fug Zeit dazu findet, dann auch den deutschen tauglich zu machen, also theoretisch einen TGW Euro-Duplex auch nochmal mit einem separaten Sound zu machen. Also Deutschland tauglich heißt aber auch PCB oder was? Genau, das ist dann, das meine ich damit, ja. Wahnsinn. Also, weil der TGW Euro-Duplex, also ich habe die 47er-Serie, hat das dann. Beziehungsweise 4700er, aber ja. Die haben PCB, LCB, sonst was, anderer Sound, anderer Innenraum, eigentlich fast alles anders, besonders Modell. Ja. Und deswegen, genau.
Wenn ihr jetzt Mal schauen, daraus was. noch ein Tarnis machen würdet und einstöckigen, dann würden die Kinnlader aber sowas von wegfliegen. Dann müssten wir jemand gewissen, der für die 111 das Modell gemacht hat, zu zwingen, da was zu basteln. Vielleicht kommt dann ja auch noch ein TGW-Ressort, mal schauen. Mal schauen, was die Zukunft so bringt, ne? Genau. Ja, cool. Also sonst noch irgendwas? Richtig, müsste. Okay, gut. Ja. Wenn 3D zu GCA1 zusammen mit einem von Rail Design Friends, mit dem Erik, beziehungsweise Baureihe 650001, gerade ein Repaint und Enhancement Pack, auch mit neuen Sounds und allem. Und für den 403, beziehungsweise 406 von DTG genau das gleiche nochmal. Aha, ja. Also große Genau. Pläne, viel vor. Ja, viel zu viel. Viel zu viel vor, genau. Und halt noch ein, zwei Fairware-Sachen, die ich nicht sagen darf, Ja, so wirklich. dann reden wir Nur auch nicht drüber. anteasern. Nur anteasern. Ja, ich darf nur erwähnen, dass die existieren. Mehr darf ich nicht sagen, weil sonst bekomme ich einen auf den Deckel. Okay, du darfst nur erwähnen, dass etwas existiert, aber was existiert, das dürfen wir nicht. Genau. Okay, dann sprechen wir Ist uns. genauso wie mit der neuen DTG-Strecke, wo ich sonst von Hub einen auf den Deckel bekomme, weil der als erster herausgefunden hat, wo sich diese Screenshots in der Roadmap befinden. Ah, das ist interessant. Was auch interessant ist, ist, dass die Gleisschwellen hier verschwunden sind. Okay, Ja. also seit dem Update heute, ich bin auch gerade das Qualität. erste Mal hier unterwegs auf der Ja, doch, Strecke. die spawnen halt erst ganz spät rein. LOD und so Komisch. halt. Ja, ich sehe auch Die hier das mit Schattenspinnen den auch rum. Schatten, also das war vorher nicht so. Interessant. Erst seit heute Ja. so. Naja, Und gut. das TOD 4 kaputt gemacht. Na, irgendwie schon. Naja, gut. Sympathisch. Naja. Oder das liegt am 401, Oder muss das auch liegt am sein. 401? Ich weiß es nicht. Das glaube ich eher nicht. Ach du Scheiße, ist laut. Ups. Sorry. Ja, cool. Dann kleine abschließende Frage zum Schluss. Welches Fahrzeug und welche Strecke würdest du dir am liebsten in den TSW noch hineinwünschen, so, wenn du einen Wunsch frei hättest? 407 oder 408 auf jeden Fall. Und eigentlich schon gerne die Köln-Rhein-Main. Auch wenn Frankfurt nicht möglich sein wird, aber die Köln-Rhein-Main wäre halt schon echt cool. Ich bin ganz ehrlich, viele sagen immer das Argument, ja, das ist genauso langweilig wie KWG Ja. oder sogar noch langweiliger. Ja. Ich komme ja da Bullshit. Die Strecke ist Wirklich? ja, du rast halt mit 300 durch Täler, durch, rein, raus, hoch, runter, Hm. 40 Promille Steigung. Das ist wie LGW, halt nur mit schönerer Szenerie und mehr Stops im Grunde genommen. Also du hältst dann Ja. ja in Siegburg, Montabaur, Limburg, Süden, Frankfurt, Flughafen mittendrin und das ist nicht wie bei KWG oder bei der LGW nur ein Stopp mittendrin. Stimmt, ja gut, Genau okay. deswegen. Ja. Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main ist ja auch eine ziemliche Achterbahnfahrt. Wenn man sich da teilweise die Fotos Genau. anguckt, wie das hoch und runter Ja. geht, das ist schon unglaublich. Aber einer der Und Gründe, den ja. Szenerietechnisch ist es auch echt schön, eigentlich. Also, wenn man da ein paar Mal angefahren ist, dann vor allem im Sommer ist es wunderschön. Das glaube ich. Kannst du schön mal schauen. Ich finde es immer auf der Strecke sehr faszinierend, wenn man da selbst unterwegs ist. Wenn man da mit 200 km/h, 300 km/h lang braust und dann fährt man dann den Autos auf der A3 vorbei und die sehen praktisch so aus, als wenn sie Ja. stehen würden. Ne? So, Genau. das finde ich immer sehr, sehr toll. Da fühle ich mich immer viel Sieht immer besser. noch aus. Ja. Ja, finde ich, ist ein solider Wunsch. Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Es gibt hier nicht wenige, die, glaube ich, sich die gleiche Strecke auch wünschen würden. Und ich meine, wenn eine 407 dabei ist, dann würde ich auch nichts dagegen haben. Oder halt notfalls Nürnberg, München über Ingolstadt. Das wäre auch interessant. Ja, das wär ja cool mit der Baureihe 102 und dem neuen Nürnberg Express, ne? Oder dann halt auch dem 407. Ja. Weil da drauf kannst du halt 401 kannst drauf fahren, 403 kannst drauf fahren, 407 könntest dann auch drauf fahren, Ja. 101 kannst auch Ja, drauf oder fahren. dem alten So. München-Nürnberg Express wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Das wäre auch, Das genau, wäre. das wär sogar noch weniger Arbeit, aber dann bräuchtest du halt einen IC-Steuerwagen. Und Ja. den wird es wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht geben. Ja, ne, also. Zumindest nicht von DTG. Ja, also von daher schauen wir mal, was die Zukunft so bringt, würde ich mal behaupten. Ja, Cool. genau. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Und ja, kann einfach nur Ja, Danke ich sagen. danke dir für die Einladung. Ja, sehr, sehr Gerne gerne. wieder. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.